Hitradio FFH. Donnerstag bei Lauterbach. Also ich muss das einmal vorausschicken, Leibesertüchtigung, das ist ja bekanntermaßen gar nicht hoch zu bewerten. Und ich bin daher sehr erfreut, also dass sich gerade das Wrestling immer größerer Beliebtheit erfreut. Die aus dem amerikanischen stammende Ringkampfsportart schult alle körperlichen Erfordernisse auf geradezu idealtypische Weise, Gleichgewichtssinn und Schnelligkeit beispielsweise, wenn sich Wrestling-Athleten vom obersten Ringseil auf den liegenden Gegner werfen, ne? Und wie viel Kraft ist nötig, um einen Klappstuhl am Körper von seinem Kontrahenten zu zerschmettern? Also das ist unglaublich. Und die Athleten haben natürlich eine große Vorbildfunktion, nicht? Junge Menschen lernen also von Idolen wie The Undertaker oder auch The Rock oder Rick Rude, dass man Probleme nicht nur mit der Kraft des Geistes überwinden kann, sondern auch mal mit einem ordentlichen Leg Drop, einem Spinebuster oder einem Flying Elbow. Ohne Flying Elbow wird man übrigens auch in der SPD nichts, aber das nur am Rande. Das Hulk Hogan Institut für Brachialistik in Knockout in Texas hat darauf hingewiesen, dass sich auch im Alter vielfältige Trainingsmöglichkeiten bieten. Also wenn es beim Discounter mal wieder Laptops im Angebot gibt zum Beispiel oder beim Streit mit der Familie darüber, wie das Bücherregal zusammengebaut werden muss oder wenn ein der tätowierte Riese vom Sportwettenladen fragt, ob man ihn gerade angeguckt hat. Aber denken Sie hier auf alle Fälle an eine Zahnzusatzversicherung. So, und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, die Mozzi Mabuse hat starken Juckreiz von ihrer Echthaar-Perücke. Ich muss da mal nachsehen. Donnerstag bei Lauterbach in Guten Morgen Hessen bei Hitradio FFH.